Ganz ehrlich, mein lieber Clark Gable lässt noch immer die Herzen höher schlagen. Aber wie kam es dazu, dass der König von Hollywood abseits der Leinwand mit Alkohol, Scheidung und persönlichen Tragödien zu kämpfen hatte und so zu seinem frühen Tod kam? Schnappt euch ein Taschentuch und haltet durch, es wird alles enthüllt werden. Clark Gable, der Inbegriff von groß, braungebrannt und gut aussehend, glänzt in fast jedem seiner Filme mit seinem Stern. Mit einer beeindruckenden Karriere, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte, gilt er als einer der beständigsten Stars Hollywoods. Die Popularität des charismatischen Schauspielers, der für seinen Charme bekannt ist, stieg seit dem Film Der Mut zum Glück von 1931 stetig an, was dazu führte, dass er in Frank Capras Es geschah in der Nacht mitspielte, eine Rolle, für die er 1934 einen Oscar erhielt. Im Jahr darauf erfolgte eine Oscar-Nominierung für seine Rolle als Fletcher Christian in dem Film Meuterei auf der Bounty von 1935. Aber es war seine ikonische Darstellung des eleganten Schurken Red Butler in dem Blockbuster Vom Winde verweht von 1939, die ihm die Herzen von Generationen von Kinobesuchern einbrachte und ihm seine dritte Oscar-Nominierung einbrachte. Frankly, my dear, I don't give a damn. Wenn Gable tatsächlich der König von Hollywood war, dann war er ein hart arbeitender Monarch. Und wenn auch nicht alle seine Filme von der Kritik gelobt wurden, so war er doch immer ein Kassenschlager. Sein plötzlicher Tod im Alter von 59 Jahren nach den Dreharbeiten zu seinem letzten Film Misfits nicht gesellschaftsfähig ließ die Fans mit der Frage zurück, welche großartigen Leistungen er noch hätte erbringen können, wenn er mehr Zeit gehabt hätte. In seinem Privatleben schien Gable jedoch einige Probleme zu haben. Schon früh scheiterten seine beiden Ehen. Seine erste Frau, Josephine Dillon, war seine Schauspieltrainerin und half ihm, seine schauspielerischen Fähigkeiten auf seinem Weg nach oben zu verfeinern. Aber erst seine zweite Ehe mit der prominenten Ria, Franklin Langham, machte wegen seiner wiederholten Untreue Schlagzeilen. Die Ehe dauerte nur von 1931 bis 1935, als sich das Paar trennte. Die Scheidung erfolgte jedoch erst 1939, als Gable die Schauspielerin Carol Lombard, die Liebe seines Lebens, kennenlernte. Leider war die Liebesgeschichte von Gable und Lombard nur von kurzer Dauer. Sie kam 1942 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, nur wenige Jahre nachdem sie geheiratet hatten. In seiner Trauer trank Gable eine Zeit lang stark und gab sogar die Schauspielerei auf, um sich während des Zweiten Weltkriegs zum Militär zu melden. Im Alter von 41 Jahren meldete er sich beim Army Air Corps als Bordschütze, eine extrem gefährliche Position mit einer sehr kurzen Lebenserwartung. Trotz seiner offensichtlichen Todessehnsucht überlebte Gable und erlangte den Rang des Majors. Nach dem Krieg nahm er die Schauspielerei wieder auf, doch unter dem Eindruck des Verlusts von Lombard geriet auch seine Persönlichkeit ins Wanken. In einem verzweifelten Versuch, sein Glück zu finden, heiratete er 1949 Lady Sylvia Ashley. Die ehemalige britische Schauspielerin, Model und Revue-Girl Ashley war die Witwe des verwegenen Schauspielers Douglas Fairbanks Senior und die geschiedene Ehefrau zweier britischer Adliger. Leider erwies sich Lady Ashley als wenig zufriedenstellende Wahl. Gable vertraute später Freunden an, dass er betrunken gewesen sein muss, als er ihr einen Antrag machte. In den letzten Jahren seines Lebens schien es mit Gable jedoch wieder aufwärts zu gehen. Im Jahr 1955 heiratete er die Schauspielerin Kay Williams. Sie hatte zwei Kinder aus einer früheren Ehe und das Paar schien endlich ein gewisses Maß an häuslichem Glück gefunden zu haben. 1960 erfuhr das Paar, dass Kay ihr erstes gemeinsames Kind erwarte und Gable plante, eine Pause von der Arbeit einzulegen, wenn das Baby da war. Er musste nur noch ein weiteres Filmprojekt zu Ende bringen. Traurigerweise war dies der Film, der seinen Tod beschleunigt haben könnte. Misfits, nicht gesellschaftsfähig, war ein hochkarätiger Film, an dem eine ganze Reihe von Hollywood- und Literaturgrößen beteiligt waren. Regie bei diesem komplexen, dramatischen, zeitgenössischen Western führte John Huston. Das Drehbuch stammte aus der Feder des Dramatikers Arthur Miller. Millers Frau, die Schauspielerin Marilyn Monroe, sollte neben Gable und dem legendären Schauspieler Montgomery Clift die Hauptrolle spielen. Zu dieser Zeit war Gable jedoch gesundheitlich angeschlagen und die Arbeit an einem solchen Film verlangte ihm einiges ab. Er hatte bereits einen Herzinfarkt erlitten und war für seinen starken Alkoholkonsum und seine Rauchgewohnheiten bekannt. Diese Probleme wurden durch die drastischen Maßnahmen, die Gable ergriff, um in Form zu kommen, noch verstärkt. In Vorbereitung auf seine Rolle des Gay Langland, eines alternden Cowboys, nahm er mit Hilfe von Amphetaminen in kurzer Zeit mehr als 30 Pfund ab. Und als wäre das nicht schon hart genug für Gables alternden Körper, erwiesen sich die Dreharbeiten zu diesem Film noch schwieriger. Bei den Dreharbeiten in Nevada mussten die Stars mit der brutalen Hitze der Gegend zurechtkommen, was sich am Ende wahrscheinlich als zu viel für Gables Herz erwies. Don't worry, we're not through here. Not by a long shot. We're only getting started. Misfits, nicht gesellschaftsfähig, erforderte einige Nachdrehs und Gable musste 3 Wochen länger an dem Film arbeiten als geplant. Nachdem das Projekt Anfang November 1960 abgeschlossen war, fuhren er und seine Frau zurück in ihr Haus in Encino, Kalifornien. Kurz nach seiner Ankunft zu Hause erlitt Gable jedoch am 6. November einen Herzinfarkt.
Der Star wurde zur Behandlung ins Hollywood Presbyterian Hospital gebracht, wo es ihm gut zu gehen schien. Doch nur 10 Tage später starb Gable plötzlich in seinem Bett, nur wenige Stunden nachdem er mit Kay in seinem Zimmer zu Abend gegessen hatte. Die Krankenschwester, die ihn zu diesem Zeitpunkt begleitete, berichtete, dass Gable in einem Moment aufrecht saß und im nächsten weg war. Die Ärzte vermuteten einen weiteren Herzinfarkt. Gable war erst 59 Jahre alt. Gables Tod machte weltweit Schlagzeilen und die Fans trauerten um einen der beliebtesten Filmstars der Welt. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass Misfits nicht gesellschaftsfähig, der 1961 in die Kinos kam, auch der letzte Auftritt seines Co-Stars Marilyn Monroe war, einer anderen Filmlegende, die 1962 an einer Überdosis Barbiturate starb. Eine letzte persönliche Tragödie für Gable war, dass er seinen Sohn nie zu sehen bekam. Das Kind, das er so gern in die Welt gesetzt hätte, John Clark Gable, wurde 4 Monate nach dem Tod seines Vaters geboren. Schließlich wurde Gable im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles an der Seite seiner dritten Frau Carol Lombard beigesetzt. Clark Gable mag von uns gegangen sein, aber wie der vollendende Künstler, der er war, hinterließ er seinen Fans den Wunsch nach mehr. Auf Wiedersehen, Clark. Der König ist tot. Lang lebe der König. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Probleme mit Sucht oder Suchtverhalten habt oder hat, gibt es Hilfe bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Telefonnummer 01806 313031.